damit herzlich willkommen zu einer weiteren Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir haben die GDI-Kampagne gespielt, wir haben die Nord-Kampagne gespielt und bei jedem anderen Command & Conquer, das bis hier herauskam, zumindest aus dem Tiberium-Universum, war an dieser Stelle Schluss. Wobei eigentlich auch außerhalb des Tiberium-Universums, weil selbst in Command & Conquer Yuris Rache, wo es die dritte Fraktion gab, konnte man die nicht spielen. Das heißt, das ist das erste Mal in Command & Conquer, soweit ich das weiß, dass es eine dritte Kampagne neben der zwei Hauptfraktionen gibt. Und ja, wir starten die Screen-Kampagne. Ja, bitte, ich habe ja außerdem einmal reingestartet. Willkommen, Großmeister. Icor LQ-Detonation auf Planeten geortet. Initialisiere Ernteroutine. Kurswechsel abgeschlossen. Nähern uns Planeten. Startsequenz verläuft planmäßig. Taktische Analyse. Indigene Population hochgradig instabil. Icor-LQ-Detonation deutet auf imminente Selbstzerstörung hin. Primäre Icor-Konzentrationen identifiziert. Koordinaten erfasst. Landesequenz wird initialisiert. Alle Transporter gestartet und im Landeanflug. Unerwartete feindselige Reaktion. Transporter unter Energiewaffenbeschuss. Treffer sind wahrscheinlich. Defensivdispersion initialisiert. Transporter leicht beschädigt. Alle Sammlereinheiten intakt. Setzen Zielanflug fort. Landung erscheint voreilig. Initialisiere Oberflächenscans. Indigene Population ist laut unserer Analyse gefährlich lebensfähig. Wir sollten abbrechen, Großmeister. Na, die Mission wird nicht abgebrochen. Es gibt keinen Präzedenzfall für indigenen Widerstand nach einer Icor-LQ-Detonation. Der Overlord wird fasziniert sein. Erntevorgang wie geplant fortsetzen. Supervisor, melde Bedenken an. Die Operation wurde als Defensiveinsatz ratifiziert. Einheiten sind für länger andauernde Kampfeinsätze nicht geeignet. Desorganisieren wir sie. Lenken wir die indigenen Truppen während des Bauens von den Relais-Knoten ab. Einwand abgelehnt. Plan akzeptiert. Informiere alle Einheiten über neue Zielsetzungen. Ablenkungsmanöver in Ballungsräumen werden eingeleitet. Ja, wie wir jetzt so schön rausfinden, sind das alles Ablenkungsmanöver gewesen, dass die Türme gebaut werden können. Und wie wir ebenfalls herausfinden, ist die Screen-Invasion ja natürlich durch die Tiberium-Explosion angelockt worden, dass sie Icor nennen, das Tiberium. Und ja, es gibt keinen Präzedenzfall, dass es so eine Explosion gibt, dass hier die Besucher anlockt, wie Kane so schön sagt. Und es war immer noch Widerstand vorhanden auf dem Planeten, weil für gewöhnlich, wie Kane es auch schon so schön gesagt hat, für gewöhnlich passiert so eine Detonation dieser Art, wenn der Planet schon im viel größeren Endstadium ist. Sagen wir es mal so, wäre es nach Feuersturm weitergegangen mit der Tiberium-Kontamination und die GDI hätte keine Möglichkeit gefunden, den Planeten zu retten, wie sie es jetzt gemacht haben in der Zwischenzeit, wäre es wahrscheinlich natürlich jetzt schon so weit gekommen, höchstwahrscheinlich, und die Menschheit wäre wahrscheinlich auch schon ausgestorben, größtenteils, bis auf ein paar Mutantenvariationen. Und dann wären die Skrin einfach hereinmarschiert, hätten sich alles abgeerntet und gut ist. Und wie wir jetzt auch herausgefunden haben, ist das keine Kampfflotte, die jetzt auch für längerwährende Kämpfe ausgerüstet ist und ausgestattet ist. Die Invasion, die auf die Erde kommt, ist eine reine Ernteflotte. Wir sind quasi einfach nur Feldarbeiter, wenn man so will, von der Alienrasse, die jetzt hier das Tiberium abernten soll, das hier so schön aufgespriest ist. Und sind jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass überraschend viel Widerstand da ist. Finde ich auch mal eine halbwegs schöne logische Erklärung, warum eine Alien-Invasion zurückgeschlagen werden kann, obwohl die eigentlich technisch viel weiter sein sollten, wenn die ja schon wirklich Planeten bereisen, ne? Ist durchaus auf jeden Fall eine nette Erklärung, muss ich sagen. Ja, wir beginnen. Und übrigens, bevor es losgeht,
Eine Sache möchte ich noch klarstellen, weil ich vorhin gesagt habe, es gab vorher kein Command & Conquer mit einer dritten Kampagne. Doch kam mir gerade zwischenzeitlich Generals. Da gab es ja USA, China und GBA. Aber sagen wir es mal so, vorrangig hatte ich mich gedanklich konzentriert, hier Alarmstufe Rot oder Siberium-Reihe. Gab es bisher noch nie eine dritte Kampagne, so meinte ich das. Okay, gehen wir nach London. Lenken Sie den Feind von unseren Brückenköpfen ab, indem Sie mehrere Ballungszentren der indigenen Population attackieren. Oh, und endlich mal ein Tutorial-Level, wo ich auch schon gleich das, also ein erstes Level, wo ich gleich schon den Schwierigkeitsgrad einspielen darf. Dann ab nach London. Großmeister, wir unterstellen Ihnen eine kleine Armee für einen Angriff auf das größte indigene Ballungszentrum auf der Insel in der Nähe von Kontinent 3. Wir werden zeitgleich weitere Ballungszentren attackieren. Ziel der Operation ist die Ablenkung der indigenen Population vom Bau der Brückenköpfe, um die Unterbindung weiterer Interventionen. Analysieren Sie das Defensiv- und Offensivpotenzial des Feindes. Vernichten Sie sämtliche Lebensformen, auf die Sie stoßen. Wir wissen nun, wofür die Türme da sind. Es sind Brückenköpfe, weil, ja, unsere Flotte, die wir jetzt hier haben, ist nicht für langwierende Kämpfe gedacht. Deshalb platzieren wir als Grin jetzt hier diese Brückenköpfe, dass wir Verstärkung rufen können in der Hinsicht, beziehungsweise, dass wir eine längere Verbindung aufbauen können, um auf eine gewisse Weise Verstärkung aufrufen zu können. Oder vielleicht unsere Connection irgendwie zu stabilisieren. Wir haben ja gesehen, dass das alles am Mutterschiff gekoppelt war. Ja, ich würde sagen, nicht lang. Verwüsten Sie diese indigene Region, um dadurch eine Reaktion zu provozieren und Ihr Defensivpotenzial zu analysieren. Ab geht's, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Haut rein. So, was haben wir denn? Wir haben einmal die Suche. Du wissen ja, diese Pew-Pew-Dinger sind vor allem gegen Infanterie sehr effektiv. Dann haben wir hier Desintegratoren. Das sind die, die gegen Fahrzeuge waren. Fahrzeuge und Gebäude. Das heißt, wir haben Anti-Infanterie und Anti-Fahrzeug. Sehr schön. Och, guck mal, Tiberium wird hier eingeschlossen. Darf ich noch mehr? Das muss ich noch alles kaputt machen. 15 nicht-militärische Gebäude. Alles klar. Ja, hi, wie läuft's? Och, guck mal, ein Transporterchen, ne? Der hat sich auch einen falschen Tag ausgesucht, um auf die Arbeit zu erscheinen, ey. Einmal wegschießen, bitte, danke. Oh, Firehawks! Na? Zentrale, bitte kommen, wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole, wir haben Alien-Kontakt. Erbitten... Entschuldigung, ich kann dich vor lauter Alien-Kontakt nicht verstehen. So. Nice, nice, nice. Haben wir bald mal die 15 Gebäude? Gefühlt habe ich schon 300 aufgeraucht hier. Ah, dankeschön. So. Schlachtfeld erweitert. Schlachtfeld erweitert. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah ja. Wie wär's mit Nein? Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, wie wär's mit Ja? Nachricht. Reaktion provoziert. Vernichten Sie alle feindlichen Einheiten, die Ihnen begegnen, und auch all Ihre Produktionsstätten. Ein Drohnenschiff baut bereits einen für diese Offensive erforderlichen Stützpunkt. Jawohl, klingt gut. Okay, ja genau. Unsere MG-Walker waren gegen Lufteinheiten. Alles gut. Zerstören Sie das als Parlament und Big Ben bekannte Strukturen. Wie ihr schon gleich die Namen ausgefunden habt. Angesichts der Häufigkeit, mit der Bilder dieser Strukturen per Funk übertragen werden, scheinen sie der indigenen Population wichtig zu sein. Zerstören Sie das. Schön. Dankeschön für die selbsterfüllende Prophezeiung, GDI. Ganz oft einblenden, das dürfen die nicht kaputt machen. So, das sollen wir also nicht kaputt machen. Errichten Sie einen Wachstumsbeschleuniger. Okay. Mal runter mit dem Drohnenschiff. Droni, Droni, Macaroni. Ja, ein Reaktorlein. Tiberium macht uns ja zum Glück auch nichts aus. Bauoptionen. So. Die GI hat ja ein bisschen ihren Spaß mit ihren Basen. Dürfen sie gerne. So. Da ist auch noch ein bisschen was. Das ist okay.
So. Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Einheit konnte ich den... Da war der Wachstumsbeschleuniger. Erhöht die Bärenfeldregeneration. Dann könnten auch vielleicht mal wirklich zwei Sammler dauerhaft da ein bisschen Spaß haben. So, mal ein normales Portal bitte. Oh, Elite-Einheiten. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So, einmal den Wachstumsbeschleuniger. Dankeschön. Jetzt können wir auch Infanterie holen. Genau, die Buzzer waren gegen Infanterie. Die waren ja gegen Fahrzeuge und Gebäude. Und dann haben wir noch die Assimilatoren, das sind die Ingenieure. Aber ich glaube, Kombination von den Viechern zusammen mit den Suchern ist eigentlich eine ganz gute Idee. So, machen wir nochmal einen Sammler. Sammler, die Bammler. Vielleicht ein bisschen MG-Walker mit dabei. Ich glaube, wir brauchen mehr MG-Walker, vor allem MG präsentiert. Wird ausgebildet. Na, ich meine, die waren gegen Fahrzeuge und Flugeinheiten sogar. Achso, ich dachte, die waren gut gegen... Ja, okay, interessant. Hilfe, es tut weh. Verdammte beförderte... Vielleicht hätte ich doch mal Wasser machen sollen. Wir machen mal ein paar Wasser. Ich sag dir ein paar. So, zwei Sammler sind dabei und haben ihren Spaß. Flugeinheiten darf ich noch nicht wirklich machen, ne? Obwohl, doch Nervenzentrum brauche ich erstmal. Ja, jetzt kommen halt die Fahrzeuge, ja. Herzlichen Dank. Aber da es eigentlich hauptsächlich nur leichte Einheiten sind, geht das aktuell noch. Trotzdem müssen wir es nicht drauf anlegen. Na, Gott verdammt. Komm, ran da. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Piu piu. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Einheit wird angegriffen. Wir können Sturmgleiter machen. Wegen Fahrzeuge und Flugeinheiten sogar. Ich wüsste die Konter nicht mehr so ganz genau. Oh ja, die machen schon gut Schaden an denen. Na bitte weiter. So viel Infanterie, wie hier gerade kommt, brauche ich wirklich mehr MG-Walker gerade. In Kombination vielleicht mit diesen anderen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Machen wir mal einen. Wird ausgebildet. Dann machen wird wir hier wieder welche und hier wieder welche. Wird ausgebildet. In dieser Kombination. Einmal hochheilen bitte. Die Dinger hier könnte man ziemlich schnell mit Sturmgleitern zerstören. Müssen nur früh genug die Raketentruppen loswerden. Unzureichende Mittel. Ah, die sind befördert. Uncool. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, der untere Stützpunkt kommt immer mit Infanterie. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ja, Screen-Infanterie ist so anfällig, wie ich es in Erinnerung habe. Aktuell, da das Gegner aber hauptsächlich leichte Fahrzeuge einsetzt, kommen wir mit MG-Walkern in großer Masse auch ziemlich gut klar. Einfach weil da bis jetzt keine wirklichen Panzer dabei sind. Und leichte Fahrzeuge kriegt man damit noch halbwegs down. Einheit wird angegriffen. Gerade mit Beförderung wird das alles. Okay, MG-Walker-Zeit, würde ich sagen. Wird auch nicht so lange sein, dass die so gut einsetzbar sind aktuell. Komm, geht mal hin und versucht die mal schnell wegzumachen. Vielleicht klappt das ja, ohne dass zu viel Widerstand da ist. Weil ich hätte gerne die Bonusziele. Oh mein Gott, nee. Zu wenig Damage, zu wenig Damage. Abbruch, Abbruch, Abbruch! Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Böse. Reparatur läuft. Nach unten
Planeten hin kommt immer wieder Fahrzeuge. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Okay, Beförderungen werden gerne angenommen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Nein! Oh, er hat es geschafft. Nein, nein! Wird gebaut. Shit. Sehr gut. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Gut, gut, gut. Einheit befordert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgebildet. So, mehr MG-Walker bitte. Ihr geht jetzt mal hoch und kümmert euch um die Gebäude hier. Na ja, gut rein. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Einmal wegmachen bitte. Alle, nein. Oh, einen verloren. Egal. Oh Gott, das dauert ewig. Nee, das machen wir mit anderen Einheiten. Ihr da, geht da mal hoch und macht das Zeug kaputt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, zurück, 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 zurück. Wir finden diese Fliegeleien auch Sinn, aber die sind nicht so gut darin, etwas gezielt zu zerstören. Geht zu Firehawks oder die Bombe oder so. Gut, dafür haben wir andere schweres Gerät. Das sind ja eher wirklich die Jäger. Nix da, ihr werdet weg, MG'd. Daka! Das sind jetzt nicht die Grün. Ich identifiziere mich jetzt mit anderen, mit der grünen Materie und mach grün gewinnt, mach die Orks. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Aber nach da unten rechts kann ich jetzt eigentlich wirklich, weil ich jetzt weiß, was mich erwartet, die Antifahrzeugeinheiten machen. Au, au, au. Ha, entkommen. Weißt du, unten wird echt eklig. Na also. Finanzmittel transferiert. Oh, mon Dieu, nice. Okay, sehr, sehr schön. Einheit verloren. Hm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Suche. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Ich muss jetzt mal wirklich Gebäude wegmachen, dass hier ein bisschen eingeebnet wird. Es ist einfach zu viel im Weg. Unzureichende Mittel. Und ihr, meine ganzen MG-Walkerlein, könnt mal ein bisschen nach oben gehen. Wir müssen hier wirklich mal einebnen. Ich sehe nichts hier. Krieg ich da nochmal Finanzmittel, bitte? Parlament und Big Ben. Bang. Big Bang. Genau. Aua. Nein. Ah, halt, Moment, ich seid Fahrzeuge. Hui. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Reparatur läuft. Mach mal einen Explorer. Solange es nicht der Windows Explorer, der Internet Explorer ist, wird er wahrscheinlich auch noch dieses Jahrzehnt fertiggestellt. Krieg ich dann nochmal Geld, bitte? Würde mich sehr freuen. Aber wie lange hältst du denn noch Parlament? Parlament und Pigpen. Pigpen. Bonusziel erreicht. Finanzmittel transferiert. Unser Stützpunkt wird
Reparatur läuft. Einheit befördert. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Einheit verloren. Du darfst gerne wieder angehen. Gebäude online. Da ist er, der Explorer. Bau abgeschlossen. Machen wir mal den Zaun da ein bisschen auf. Bau abgeschlossen. Ey! Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Könnten wir? Gute Frage. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na, da kommen wir jetzt wirklich allzu weit. Wird ausgebildet. Na, ich sehe euch schon, Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Und wieder runter. Ich möchte nur das extra Tiberium haben. Das extra I-Core, tut mir leid. Ist das auch was von Apple? Wird gebaut. So, jetzt haben wir langsam beförderte Walker. Aber jetzt wird's interessant. Wir haben festbackende Sucher. Das wird auch interessant. Hier oben kommt, glaube ich, nur Infanterie lang, ne? Das heißt, da oben Wassernester zu haben, sollte ausreichen. Und hier unten kommen nur die Fahrzeuge, wenn ich das richtig sehe. Und hier unten backen meine Einheiten fest. Das sehe ich auch. Oh nein, der wird, oh, der wird draufgehen, oder? Ja. Mit Ansage. Ach Gott, verdammt. What souls? Oh, ist die Brücke jetzt zerstört worden? Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Oh mein Gott. Reparatur läuft. Okay. Warum kommt das alles so langsam rein? Einheit wird angegriffen. Warum kriege ich hier, ist alles für die Raffaturen drauf gerade, oder? Jetzt! Bau abgeschlossen. So, lass mal das Wassernest hier. Jetzt kommt ihr mit den Einheiten hier, ja? Wird gebaut. Einheit befördert. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Au, au, au. Los, Bass, die Bassernäste brauchen halt ewig, bis da mal der Effekt durchkommt. Das ist einer der Nachteile. Aber dafür ziehen die Bassern natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich. Und machen sehr, sehr gut Schaden im AOE, wenn sie mal eintreffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Na gut, ja, natürlich kommen die jetzt mit Fahrzeugen hier lang, weil hier unten ist der Zerstörer. Ah! Alles gut, ich habe nichts gesagt. Unten wird verführt worden. Reparatur läuft. Komm, greifen wir zuerst die obere Basis an. Gescheit. Wird ausgebildet. Einheit verloren. Einheit befördert. Och nö, jetzt habe ich echt einen Bassinist verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt reicht's. Angriff! Einheit wird angegriffen. Wir pullen das jetzt. Unser Stützpunkt wird angegriffen.
Stück für Stück die Basisverteidigung zerlegen, bitte. Ihr macht die ganze Info. Jetzt ist die Basis, was dich zerstört. Alles wird gut. Okay. Mal wegmachen, bitte. Da wagen schon wieder Einheiten fest. Nein! Ihr werdet unvergessen bleiben. Wer wart ihr nochmal? Nice. Na, 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 na. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. So geht das. Ja, auch ein Klassiker einfach, was Sketches angeht. Ach stimmt, ich muss ja den Beschleuniger noch draufhauen. Und hier dann auch noch. Habt ihr da, wann habt ihr jetzt bitte da noch eine Kaserne aufgebaut? Wie dreist ist das denn bitte? Bau abgeschlossen. Einheit befördert. Unzureichende Mittel wird ausgebildet. Irgendwie lässt der Damage bei den Suchen zu wünschen übrig. Fühlt sich immer so an. Aber die Schiffe machen dafür einfach einen Höllenschaden. Also wirklich, Skrin habe ich nur im Kopf. Entweder spammst du diese Schlachtschiffe oder die Träger oder aber Tripods und hast einfach deinen Spaß. Gut, okay. Not erinnere ich mich. Gut, okay, not erinnere ich mich ein bisschen mehr mit den Tampanzern gespielt zu haben. Einheit wird angegriffen. Weil die, da waren aber auch die Avatare wirklich schwächer zu dem Zeitpunkt. Entsprechend hat das auch seinen Grund gehabt. Einheit befördert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Gibt es eigentlich noch irgendein optionales Ziel? Ja gut, ja, das noch. Aufgabe erfüllt und genau das. Haben wir eigentlich Geheimdiensteinträge? Alle Einheiten einsatzbereit. Ah ja, alles klar. I-Core. So, so wird's geschrieben. Der I-Core. Das ist fürs gemeinsame Singen von Apple. Die Karaoke, hier Karaoke-Mikrofon. Einheit wird angegriffen. Tiberium fällt abgebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. So, bevor wir die zweite Base zerstören, schauen wir, dass wir das optionale Ziel noch schaffen. Ja, übrigens mit den Skrin, wer jetzt gedacht, starten wir für gewöhnlich im letzten Akt. Den starten nicht früher. Aus dann doch durchaus logischen Gründen. Da ist er, der Explorer. Explore mal. Explore, explore. Deshalb ist die Screen-Kampagne auch kürzer, ein gutes Stück kürzer als die anderen Kampagnen. Das heißt, wir werden hier nicht allzu lang. Ich glaube, 5 oder 6 Missionen waren es irgendwie um den Dreh. Oh mein Gott, ihr fahrt mitten durch die Hölle. Bau abgeschlossen. Sag mir bitte, dass der Explorer richtig gefahren ist. Wo bist du? Ach, du bist immer noch da hinten? Ja, ich würde sagen, der Widerstand der GDI war schon ziemlich erbittlich. Es waren sogar Panzer dabei. Wird ausgebildet.
Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Bitte nicht. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich würde es gerne dabei belassen, nicht zu sterben. Danke. Jetzt haben die hier direkt wieder... Ah, was bauen die denn hier alles wieder? Mann! Oh, MG-Walker, ja, macht. Ihr müsst das jetzt carryen hier. Weil ihr seid auch befördert wie die letzten Schweine hier. Hier haben wir den Spaß. Immerhin. Ungeeigneter Bauplatz. Ich merk's. Einheit wird angegriffen. Bonusziel erreicht. Wird gebaut. So, Bonusziel erreicht. Wunderbar. Wird angegriffen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Unerwartete Entwicklungen. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung oder Auslöschung durch Alkor-Wachstum bei 97% plus. Was war da? Waffentechnologie-Faktor? Realität nach Alkor-Ordination. Alkor-Logger ausgereift. Aktive Zivilisation der Ebene 4 und 5 bewohnen einen Großteil der Planetenoberfläche. Waffentechnologie-Faktor bei 17,4. Wie viel? Vorzeitige Alkor-Ordination, ja. Gute Frage, wie viel das jetzt ist. 17,4. Aber da die Screen Schaden nehmen, ist es schon mal, ist es ein Auerfaktor. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Wann und warum habe ich eigentlich wirklich einen Großteil meiner Einheiten verloren? Hört ihr jetzt mal auf mit dem Scheiß? Hört jetzt mal auf mit dem Scheiß! Ja, ich brauch den noch. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgebildet. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird ausgebildet. Bau abgeschlossen. So, wegmachen jetzt hier. Sehr gut. Unzureichende Mittel. So, da geht fange ich noch an, hier die Sachen einzunehmen und selbst GDI-Panzer loszuschicken. Glaube ich, das, was ich gerade am ehesten hier brauche. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, die spammen aber auch und spammen. Die brauchen keine Ressourcen, die können einfach spammen und spammen und spammen und spammen. Ich meine, die werden von Spam gesponsert. Den Dosenschinken, der den Dosenfleisch. Dosenschinken. Okay, Walker haben wir genug. Jetzt hätte ich mal wirklich gerne mehr Suche. Oh, ich treffe den Bauhof. Sehr gut. Oh, hier auch. Nice. Ja, dann macht sich das von selbst jetzt. Kommen Sie mal ran, Kameraden. Bauhof zerstören. Das ist das Wichtigste jetzt gerade. Der Rest ist zweitrangig. Hauptsache, die Sachen, die jetzt zerstört bleiben, bleiben zerstört. Beziehungsweise die zerstört werden, bleiben zerstört. So rum. Runter mit euch. Noch rüber mit euch. Das jetzt noch kaputt machen und dann habe ich meine Ruhe endlich. Ja gut, da unten ist noch eine Waffenfabrik, aber geht immer noch in Ordnung. Bau abgeschlossen. Abgebrochen. Ja, dann komme ich gar nicht. Wird ausgebildet. Dauert ziemlich lang für die erste Mission. Gut, wir haben auch nicht sehr viele Spielzeuge zur Hand, die wir einsetzen könnten. Jetzt könnt ihr nicht mehr so viel spammen. Ich habe noch eine Waffenfabrik dafür.
unzureichende Mittel. Einheit befördert. Kommt alle rüber. Ja, jetzt geht's voran. Sehr schön. Einheit verloren. Das Ding da ist so gut wie kaputt. Steht schon mit einem Kanonenrohr im Grab. Und das ist das Einzige, was es hat. Der ein nach einer, was sie auch für eine Ausbildungsgeschwindigkeit hat, die KI einfach. Nix da. Jetzt geht einfach mal endlich bitte drauf. Dankeschön. So, restlich zerstören und gut ist. Oh, was hätte ich hier eigentlich noch holen können? Repariert alleine. Oh mein Gott. Ja, komm, da kommen jetzt wirklich Drohnen, die einfach reparieren. Das ist ja geil. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Das hätte hier und da vielleicht helfen können. In der Vergangenheit. Was soll's. Jetzt sind wir eh fertig. Gerade rechtzeitig gefunden, die Fähigkeit, ne? Das hat jetzt alles entschieden. Sonst hätte ich die Kraftwerke nicht mehr kaputt bekommen. Brrrr. Brrrr. Einsatzziel erreicht. Löschen Sie die GDI aus erfolgreich. Jawohl. Geheimdienstdaten aktualisiert. Was denn jetzt noch? Ablenkungsmanöver. Indigene Population desorganisieren oder vernichten, um sie von Relais-Knoten und Brückenköpfen abzulenken. Ballungszentren, indigene Militäreinheiten und Waffenkonzentrationen. Indigene Einheiten näher reifer Alkohollage. Achtung, Intensität der ursprünglichen Operation kann nicht aufrechterhalten werden. Erfolgt die Ablenkung von den Relais-Knoten und den Brückenknöpfen nicht schnell genug, ist die Mission gefährdet. Und es ist auch natürlich auch interessant zu wissen, dass die Skrin eine großflächige Invasion der Erde gar nicht hätten tragen können. Das war jetzt wirklich nur ein Ablenkungsmanöver, dass die Städte angegriffen wurden. Langfristig hätten die das gar nicht aufrechterhalten können, so ein Angriff auf die gesamte Erde. Das war wirklich nur ein taktischer Stoßangriff quasi, um eine Ablenkung zu erzeugen. Okay. Doch sind wir da 30 Minuten. Heieiei. Goldmedaille. Alle Bonusziele. Und alles entdeckt. Nice. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal in München wieder. Bis dahin. Bye bye.